Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, als allererstes, ich habe gerade gestern auf YouTube geguckt, ja, und ich habe endlich die 100 Abonnenten erreicht, ja. Erstmal auf jeden Fall hammermäßig vielen Dank dafür, ja, das ist echt richtig geil, ja. Ich habe mich fast zu Tode gefreut, aber ich lebe noch, ja. Das heißt, es geht auch wie gewohnt weiter natürlich mit den Videos und mit neuer Motivation, um dann auch wieder schön am Ball zu bleiben. So. Ja, ich habe ja schon in ein paar Videos darüber gesprochen, was ich jetzt 100 Abonnenten-Special machen will. Das wird dann vermutlich nächste Woche kommen, also diese Woche, wenn ihr das Video seht. Das lade ich nämlich am Montag hoch, so um den Dreh. Doch, Montag auch, glaube ich, hier. Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, es kommt nämlich Montag bis Donnerstag Live Your Dream und Freitag bis Sonntag Minecraft. Das dürfte stimmen. Ich glaube schon. Gut. Genau. Das heißt, diese Woche dann, ich werde dazu noch irgendwann ein Infovideo hochladen. Ja, es wird wahrscheinlich ein Livestream. Ja, wäre geil, wenn ein paar zuschauen würden und wenn nicht, dann wird das eben ein, ja, etwas längeres Video auf YouTube. Dann, ja, was soll man machen, ne? Ist halt so. Gut. Warum? Okay, das war gruselig. Ich glaube, ich werde verfolgt. Nein, scheiße, wo ich denn jetzt? Ja, genau, ich mache einen Livestream und werde da dann etwas Minecraft spielen. Ich denke, ich werde mir dann eine schöne Adventure Map oder so raussuchen. Ja, dann noch etwas New Dawn und natürlich hier auf Live Your Dream, was da immer noch mein Hauptprojekt ist und deswegen da auch nicht fehlen sollte. Gut. Ja, wie gesagt, neue Vorschläge könnt ihr trotzdem noch in die Kommentare schreiben, aber ich denke, das dürfte jetzt ziemlich sicher sein. Ja, das ist ein Livestream, wird jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das kommt jetzt darauf an, wie das hinhaut. Mit Livestream machen allgemein so. Und ja, ist noch nicht sicher, aber ich denke, ich soll das hinbekommen. Deswegen, ja, und wenn nicht, dann habt ihr einfach ein ganz normales Video. Ja, außerdem dachte ich mir so, ja, okay, 100 Abonnenten. Oh, ich muss mal die Stoppuhr einschalten. Oh, scheiße, läuft ja noch. Ist der noch nicht bei 43 Minuten? Komm, jetzt hier. So, gut. Genau, und zwar. Ach komm, stell jetzt so an. Wo war ich denn jetzt? Ach komm, das gibt's nicht. Oh Gott, nein. Das war jemand sauer. Das gibt's nicht, ne? Wie schnell ich mal den Faden verliere. Das ist unglaublich. Wartet, ich hab's gleich wieder. Genau, ich dachte mir so, zu 100 Abonnenten, da könnte ich doch nochmal etwas, ja, an meinem Kanal verbessern. Vorausgesetzt, ihr habt Bock darauf, ich werde gleich sagen, was. Eben nochmal so als kleines Extra, sage ich mal. Ja, ob ich das dauerhaft durchziehen kann, weiß ich noch nicht. Einfach aus dem Grund, weil das teilweise ein ziemlich hoher Aufwand ist, jetzt erst recht am Anfang. Später wird sich das dann weniger Aufwand sein, vorausgesetzt eure Erwartungen sind nicht zu hoch. Ja, das Ganze nennt sich Musik in Videos, ja. Ich habe da nämlich durch Freedom, in dem das Netzwerk, in dem ich bin, ein paar sehr schöne Möglichkeiten, ja, mir hier Musik in die Videos einzubauen. Und ja, das... wäre mal eine Überlegung wert, hier in den Videos etwas Musik reinzupacken. Wie gesagt, der Zeitaufwand ist jetzt besonders am Anfang ziemlich hoch, weil ich mir eben erstmal was raussuchen muss und so. Und dann eben, wie gesagt, solange eure Erwartungen nicht zu hoch sind, im Sinne von, es wiederholen sich eben auch mal Lieder. Ne? Also wenn ihr Bock darauf habt, auf Musik in den Videos, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und dann, ja, kann ich da mal ein bisschen Musik in den Videos machen, ja? Oh. Ich bedanke mich natürlich, ja. Das freut mich natürlich immer. Wohin will ich eigentlich? Weiß ich nämlich selber noch nicht, ja. Ich glaube, ich wäre jetzt wahrscheinlich erstmal zu meinem Auto gelaufen. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja dann mitten auf dem Weg einen Gedankenblitz und laufe irgendwo anders hin. Natürlich, ne? Wir sind ja. Wir fahren ja gern bei unseren Mitmenschen mit.
Oder bei einem von meinen Zuschauern, ja. Cool, ich finde Zuschauer, ja. Wenn du das Video siehst hier, herzliche Grüße an dich, ja. Cool, dass du mich benennst. So. Dann wird der jetzt ein bisschen umfahren. Hier mit etwas unglaublich schneller Geschwindigkeit. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich mit ihm zu schreiben, einfach weil ich die blöde Angewohnheit habe, im Videos extrem leise zu werden, wenn ich dann hier nebenbei noch mit jemandem schreibe. Und das dann ziemlich langweilig werden kann. Oh, jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen, das ist schlecht. Mal gucken, ne? Okay, wo sind wir hier? Wo sind wir? Ist das etwa ein Entführer? Okay. Dann laufe ich jetzt weiter, ja? Irgendwohin, ich weiß nicht wohin. Weg, schnell weg. So, ich werde natürlich die Anfrage akzeptieren. N1KKETOTAL. Gut. Nicke total. Ich denke, dass das nicht so ausgesprochen wird. Warte. Nicke total. Doch. Warum habe ich to Englisch ausgesprochen? Ich weiß nicht, ja. Aber warum denn nicht? Wenn ihr mich auf was seht, könnt ihr mir natürlich auch mal ein bisschen mitnehmen. Mir so ein bisschen sagen, hey, ja, wie sieht's aus? Dies, das, hast du da Bock mal drauf hier? Vielleicht eine Runde Paintball zocken oder so, ja. Hammermäßig geil. Allein macht das sehr wenig Sinn, ja. Aber wenn sich da ein Zuschauer mal bereit erklären würde, mit mir Fan mal zu spielen, dann wäre ich da auf jeden Fall dabei, ja. Das würde ja wahrscheinlich allen mal ein bisschen gefallen. So. Dann. Hatte ich das Thema mit der Musik schon beendet? Warum wäre ich denn immer so abgelenkt? Ich werde jetzt doch zu meinem Auto laufen. Wo war ich denn? Ich war bei der Musik, ja. Wie gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ich das jetzt alles wiederhole, dann tut mir das leid, aber was soll ich denn machen, ne? Ich meine, lieber doppelt als zu wenig, ne? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne mal dazu schreiben, welches Genre ihr gerne hättet. Welches Musikgenre, ja? Ich habe nämlich da eine wirklich große Auswahl, ja. Ich glaube 22.000 Lieder, sowas um den Dreh. Die Zahl habe ich jetzt gerade im Kopf, ob das dann wirklich jetzt die richtige Zahl ist, weiß ich nicht, aber ich denke, sowas um den Dreh wird es sein. Auf jeden Fall hammermäßig viel, ja. Und von allen Genres, ja, das ist ein lustiges Wort. Von allen Genres. Auf jeden Fall etwas. Ja, also es wird für jeden was dabei sein. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Was ich aber gleich sagen werde, wenn ihr mir irgendeine Musik vorschlagt, ja, wo ich sage, oh Gott, das kann ich mir nicht antun, ja, dann werde ich die auch nicht reinfangen, ja. Mir muss die auch persönlich gefallen. Ich weiß gar nicht, gibt es vielleicht extra so Musik, die vielleicht für SMP geeignet ist? Also ich weiß, dass für Minecraft jede Musik geeignet ist, ja, und das war es auch schon. Mir habe ich mich nie mit Musik in Let's Play auseinandergesetzt, weil ich mir dachte, so bei Minecraft Case kann ich da mal was einbringen. Auch wenn Minecraft Case auch nicht mehr unendlich lang geht. Ich weiß gar nicht mehr wie lang, und zwar, ich weiß nicht mal, ob ich noch in dem Projekt drin bin, ja. Ich habe da etwas den Faden verloren, sage ich mal. Und zwar habe ich am Anfang extrem viel aufgenommen. Ja, ich habe jetzt noch, also ich habe insgesamt irgendwie um die 300 Giga, wo bin ich denn überhaupt? Um die 300 Giga, ach da. Um die 300 Gigabyte aufgenommen, ja, und habe dann einfach nicht mehr auf den Server gespielt. Und das hat auch ein, zwei Wochen gedauert, bis ich dann was hochgeladen habe. Von den Parts, da durfte ich mir auch schon einiges an Kritik anhören von den anderen Mitspielern. Inzwischen habe ich das Gefühl, damit ich nicht mal mehr in der WhatsApp-Gruppe bin, ja, die sind so unheimlich böse. Also eigentlich schon, ja, aber es war plötzlich, ich bin draußen und dann bin ich wieder drin und dann schreibt plötzlich keiner mehr, ja. Also creepy, creepy, ja, wer weiß. Ich klicke das selber nicht mehr durch, ja. Mal gucken. Der scheiß Füllwörter, ja. Mal, was soll ich machen? Ja. Da vorne ist mein Auto. Oh, Sekunde mal kurz. So, ich musste nur kurz was trinken. Und was du das natürlich immer möglichst leise zu tun, weil ich Trinkgeräusche in Space nicht abhaben kann. So. Dann.
Wie gesagt, ja. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird. Es wird wahrscheinlich noch einige Zeit gehen, weil, wie gesagt, 300 GB Aufnahme ist einiges, ja. Aber definitiv nicht zu lang. Ja, aber es kommt ja überraschend gut an. Das einzige Problem, das ich mit Minecraft Case habe, ist, damit ich darunter extrem viele Spam-Kommentare bekomme, ja. Hey, ich bin auf die Aufnahmetaste gekommen. Wo war ich? Ja, bei den Spam, Kommentaren unter den Minecraft-Videos. Also ich bekomme da wirklich extrem oft Kommentare wie: Ey, geile Videos, hast ein Abo, guck doch mal auf meinem Kanal vorbei und so. Ja, ich meine, man könnte sich jetzt so denken, ja, okay, das ist doch nett gemeint und so. Aber ganz ehrlich, ne? Das sind immer die gleich strukturierten Nachrichten und man weiß genau, damit die eigentlich das Ganze nur machen, damit man auf ihren Kanal guckt, ja. Und ich werde gleich von Anfang sagen, darauf lasse ich mich nicht ein. Die Kommentare werde ich auch einfach löschen. Ja. Weil darauf habe ich definitiv keinen Bock. Wenn ich einen Kommentar finde von selber, ja, und den cool finde, dann gucke ich mir den an, ja. Und nicht, wenn mir das jemand in die Kommentare schreibt. Auch nicht, wenn das irgendjemand anders in die Kommentare schreibt, ja. Einfach aus dem Grund, weil, ja, ich könnte mich jetzt auch umloggen auf irgendeinen anderen Account oder irgendeinen anderen Account erstellen. Und dann ja unter alle großen Videos schreiben: Ey, guck doch mal auf dem Kanal vorbei, der ist richtig Premium, ja. Nee, also. Nee, da bin ich definitiv überhaupt kein Fan von. Auch Abo und Abo habe ich nie gemacht, zum Glück. Abo und Abo? Ich meine, Abo gegen Abo, ja. Finde ich auch den größten Scheiß, ja, weil ganz ehrlich, was bringt es mir denn, wenn ich, was weiß ich, 200, 300 Abos habe und dafür immer irgendwelche anderen abonniert habe, ne? Ich meine, was bringen mir denn die Abos, wenn die Leute meine Videos nicht gucken, ja? Es ist ja nicht so, dass ich eine höchstmögliche Abozahl erreichen will, ja. Ich ja, will eher aktive Zuschauer, ja. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. So, allerdings ist die Folge jetzt auch schon wieder zu Ende. Die ist jetzt ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber es ist trotzdem noch definitiv in der Zeitspanne, die ich mir für Videos vorgenommen habe. Ja, da hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein hier bei SAP Live Your Dream. Bis dann und tschö.